Es ist Zeit für das Qualifying hier in Interlagos, was so viel heißt wie zwischen den Seen. Der offizielle Name der Rennstrecke allerdings heißt Autodromo José Carlos Pache. Die Teams haben ihre Vorbereitungen abgeschlossen und warten nun darauf, dass die Boxengasse geöffnet wird und sie endlich loslegen können. Red Bull hat sich hier in der Vergangenheit stets gut geschlagen, aber dieses Jahr haben sie ohne Zweifel starke Konkurrenz. Kein Team kann für immer dominieren. Diese Hochgeschwindigkeitsstrecke kommt den Autos mit der besten Aerodynamik entgegen, weshalb Red Bull hier zuvor so erfolgreich war. Dieses Mal werden sie aber nicht allein das Feld bestimmen. Ich erwarte einen echten Kampf um die erste Reihe. Starke Konkurrenz, oh ja, und Jeff? Na? Heute wieder nicht. Na dann übernehme ich einfach mal. Und damit hallo allerseits und willkommen zur Zeitenjagd aus Brasilien. Interessant, Reifensatz 2, 11 Kilogramm sind die noch drin. Setup sollte soweit stimmen, das stimmt auch, 11 Kilogramm, ja, dann mal raus hier. Okay, ein neues Setup für dich. Nein, wir haben gar nichts geändert, du Pfeife, außer eben Reifensatz 1 statt Reifensatz 2. Bereit? Ja klar, Mann. Starke Konkurrenz und Red Bull. Wir haben mindestens 3 Teams vor uns. Ich hoffe, es werden bloß 3,5 Teams sein. Also unser Teamkollege. Ja, Kurvenausgang. Jetzt gibt es auf jeden Fall keine Rückblende. Ich habe sie auch nicht im freien Training verwendet. Jetzt hier Kurvenausgang aus der Box. Ich lasse den Wagen ja eigentlich fast lieber rollen. Hinten gibt es aber Stau. Könnte es geben. Oder es gibt ein Blockieren der Boxengasse. Wetterbericht. Dann lass mich in Ruhe. Verstanden, geht in Ordnung. Ich bleibe auf Standard. Hinter uns ist ein McLaren, deswegen werde ich ihn nicht vorbeilassen. Den Reifensatz kann ich noch verballern und dann Q2 wird es wieder spannend. Während war eine Runde, klappt er eigentlich immer super gut, aber vielleicht heute, wo ich es mal vorab anspreche, haut es da nicht hin. Also Q2 bekomme ich eigentlich immer ganz gut auf die Reihe. Wenn wir Q3 auch wirklich erreichen sollten. Oh Gott, jetzt habe ich gerade massives Untersteuern. Was ist denn jetzt los gewesen? Na gut, hier hinten ist gerade nichts, deswegen kann ich etwas Abstand lassen, auch wenn es nicht optimal ist. Hinterreifen aufwärmen. Na dann los. Auf dem langen Stück kühlen die Reifen sowieso ganz schön gut ab, aber eine Kerntemperatur sollte man schon haben. Hat mich aber wieder überrascht, dass wir da so massives Untersteuern hatten in der Zweigangkurve. So leicht war der Wagen im freien Training noch nicht mit frischen Reifen. Das war auf jeden Fall nicht optimal durchfahren. Wir können uns aber hier noch mehr Schüsse erlauben. In Q1. Hier könnte sich später runterschalten auch wieder auszahlen. Hier nochmal kurz spät in den 5. Ja, das ist super. Kommt mir hier leichter Sack. Kurz zweiter Gang und dann hier durchziehen. Oh, das macht Spaß, wie immer. Aber mit dem Red Bull eben ganz besonders. Jetzt komme ich hier wieder zu weit nach außen. Da lenke ich zu schwach ein. Zu viel soll ja auch nicht sein, aber zu wenig ist noch blöder. Dann war das vielleicht auch vorhin in der Aufwärmrunde so. Kann gut sein. Ausnahmsweise mal zu wenig eingelenkt, na sowas. ...1.13.5 hat Grosjean bekommen, 1.13.6 war das, wir sind 1.14er, ist zu wenig. Könnte für Q1 reichen, aber muss hier schon auf Q2 blicken. Ja, das war jetzt abkürzen. Habe ich jetzt nochmal ordentlich Gas rausgenommen, aber wir sollten sowieso durch den blöden Ausgang Zeit verlieren. Jetzt komme ich hier zu weit nach außen. Ja, es waren bloß 13.000stel und den Rest bin ich vielleicht ganz gut angefahren. Hab zum Beispiel auch später das erste Mal angebremst als eine Runde davor. Aktuell wären wir raus. Ja, die Rundenzeit ist auch zu schlecht. Eine schöne Rundenzeit von der Zeit her. Ja, ist zu wenig. Eine Sekunde sollte es doch noch schneller gehen, wenn ich wirklich einstellig landen will für unseren Startplatz.
So, die Runde ist noch nix. Dritter Gang. Optimal hier hinten. Nicht der vierte und vor allen Dingen nicht der zweite. Und dann nochmal los. Aktuell nur 17. Viel zu wenig. Das war der vierte Gang. Mist, oh Mann. Nee. Eine Runde bekommen wir noch hin. Jetzt habe ich komplett mal den Gang verpeilt. Uiuiui. Jetzt geht's aber los. Hab mich dann auf den ersten Metern in der Kurve gewundert. Ja, warum so massives Untersteuern? Und dann realisiert, falscher Gang. Nach rechts geschaut. Und ja, da war der vierte drin. Naja, mit dem Reifensatz könnte ich nochmal rausfahren. Wäre jetzt kein Problem für mich in Q1. Für Q2 wäre das schon ein Problem. Da muss ich einfach auf der einen Runde meine Zeit hinbekommen. Zwei Runden werde ich mir, glaube ich, nicht gönnen. Zur Not fliege ich hier lieber in Q2 raus, als dass ich dann zu viele Reifen anfahre. Die härteren hier. Wir haben gesehen, was mit Querhard los war letzte Saison. Könnte vielleicht ein Anzeichen sein, nicht zu lange damit fahren. Vor allen Dingen eben ich. Aber gut. Die eine Runde bekommen wir auf jeden Fall noch hin. Dann düsen wir rein, spätestens nach dieser nächsten gezeiteten Runde. Und dann fahren wir nochmal raus mit diesem Reifensatz. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade wieder massives Untersteuern. Aber diesmal war es nicht der falsche Gang. Zu spät habe ich jetzt auch nicht gebremst. Sollte eine rote Zwischenzeit geben. Ja, Viertelsekunde, jetzt komme ich auch nicht gut raus. Wir fahren nochmal raus mit diesem Reifensatz. Jetzt komme ich auch gar nicht in den achten Gang. So, hier nicht zu wenig einlenken. Oh, da kommt das Heck schon rum. Okay, und hier auch wieder. Eieiei. Jetzt geht's aber rund. Jetzt habe ich die Kurve etwas verpasst. Und jetzt hat das Spiel mal kurz gehangen. Ein kleiner Lag. Schon wieder. Das war eher ein größerer Lag beide Male. Das hatten wir auch mit dem Toro Rosso damals im Senna S. Deswegen habe ich ja auch damals den Wagen so verschmissen. Aktuell 13. Wir fahren nochmal raus. Es ist nur eine 1.14er. Diesen Reifensatz können wir mal wieder verheizen. Wetterbericht, Chef. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Denk an dein Versprechen aus dem freien Training, Chef, zwecks Regenreifen. Die Rundenzeit ist ja sehr niedrig angesetzt, deswegen können wir hier auch mehr Runden drehen. Anders als zum Beispiel in Singapur oder in Spa. Hinten kommt McLaren an, aber dem fahren wir jetzt hier hinten davon, in der Ecke. Dann fahre ich jetzt mal relativ schnell auf Mager nach Hause. Ins Körbchen. Damit ich ihn nicht behindere, sofern er überhaupt auf einer schnellen Runde ist, was ich eigentlich bezweifle. Aber sicher, sicher. Vielleicht kann er auch etwas Windschatten bekommen, dann nimmt er etwas Schwung mit für seine schnelle Runde. Ja, bekommt er mit. Und er fährt weiter. Ja, Platz 14 würde gerade so reichen. Stand jetzt. Aber das ist mir zu wenig. Eine halbe Sekunde will ich und muss ich noch finden. Ich will ja in Q3 kommen. Und Grosjean ist im freien Training vielleicht noch nicht sein bestes Ergebnis gefahren. Und die Force Indias, die normalerweise vor den Lotus starten, die sollten eben auch nochmal zulegen. Die besten fünf Teams nach Ferrari, Williams, Mercedes, eben Red Bull und dann Force India. Da dürfte uns keiner dazwischen kommen. Wir könnten hinter beiden Force Indias sein. Das wäre Platz 10. Wäre aber nicht so schön. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Auch um Platz 12 fände ich jetzt nicht so schlimm.
Aber es muss nicht sein. Der düst ein Ferrari. Und wir düsen auch gleich wieder raus. 12%, alles klar. Zeit. Wir haben schon 10 Minuten fast verballert. Da nehme ich jetzt etwas weniger mit. Und gehe direkt wieder raus. Eine Sonne und Schauer. Naja, wenn, dann Schauer höchstens in meiner Getränkeflasche. Aha. War das der McLaren, der hinter uns gefahren ist? Vor noch nicht allzu langer Zeit? War der dann doch auf seiner gezeiteten Runde nicht auf der Outlap? Wir fahren jetzt auf Mager raus, wie im Rennen. Dots. Alles ganz. Strecke ist gerade frei. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Es ist ja auch kein Sterbenswölkchen am Himmel. Die Reifen sind zwar schon sehr angefahren, aber ich sollte mit denen, wenn ich wirklich richtig gut fahre, schneller fahren als diese Zeit bisher. Weil damit, aktuell bloß 15. Werden wir zu sehr auf der Schwelle. Ich lenke zu wenig ein. Krass. Diesmal sind die Reifen auf Temperaturen. Diesmal kommen wir auch den Berg hier gut hinauf. Weil ich diesmal niemanden vorbeilassen musste. Weil ich zu wenig eingelenkt habe. Leicht Wiese mitgenommen, war jetzt nicht schlimm. Etwas zu viel Randstein, den Wagen hat es ausgehoben, das merkt man hier gerade. Eieiei, Dan Ricciardo wieder draußen, laut Anzeige. Halbe Sekunde dennoch gewonnen. Da war die Anfahrt nämlich ziemlich gut, weil damit war ich zufrieden, richtig zufrieden. Na, nicht abkürzen. Jetzt kommt hier das Heck. Ach Mann. War etwas zu viel im zweiten Gang. Zu viel Gas gegeben. Das war Randstein. Und das merke ich gerade wieder. Eieiei. So, jetzt mal bewusst der zweite Gang. Reifen nochmal auf Temperatur bringen. Wir könnten immer noch in Q1 rausfliegen, das wäre schlimm. Wir sind aktuell nämlich plus 15. Letzten 6 Minuten laufen schon. Das dürfte jetzt zu langsam gewesen sein und jetzt komme ich hier extrem beschissen raus. Oh Mann. Eieiei, was mache ich gerade? Was hat denn da gerade geblitzt? Dennoch Verbesserung. Krass, wie schlecht bin ich denn da gefahren? Also anbremsen war ich wieder ganz zufrieden. Das waren bloß 65.000stel. Na, auf dem Randstein anbremsen ist nicht toll. Weil das könnte stehende Reifen bedeuten. Die Bremskraft ist da nicht optimal. Wird da zumindest nicht optimal genutzt, weil, ja, Randstein ist huppelig. Ist hier langsamer. Fast 2/10. Dann wird die Rundenzeit noch nichts. Jetzt haben wir noch 4 Minuten. Benzin für eine, maximal 2 schnelle Runden. Reifen bekommen schon ordentliche Abnutzung. Es war auch wieder voll auf der letzten Rille angebremst. Es war aber eine gute Durchfahrt. Es muss der Rest passen.
Na, gute 3/10 gewonnen. Hier etwas zu weit gekommen, kostet aber nicht allzu viel Zeit, das schon eher. Wobei, vielleicht kann ich das für diese Kurve nutzen. Das könnte sogar gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Auch wieder auch das Beste draus gemacht, schätze ich, hoffe ich. Hier schön Vollgas geben, das passt. Ja, Verschlechterung. Zeitlich bekommen wir noch eine Runde hin mit dem Benzin. Ne, wir haben 2,0 verloren. Und wir haben nicht mehr genügend, wir haben nur noch 1,6. Nochmal verbessert, immerhin. Die Rundenzeit sollte jetzt hoffentlich reichen, aber in Q2 muss ich mich noch ordentlich steigern. Und da ist noch einiges Luft drin, das sehe ich hier ganz klar. Etwas gegenlenken, na gut, etwas weit, was untertrieben. Schön am Limit gebremst. Der Reifen ist zwar stehen geblieben, das hat aber nicht wirklich Zeit gekostet. Schaffen wir es noch mit dieser fetten Einstellung bis zum nächsten Messpunkt? Das wäre schön als Referenzzeit zur letzten Runde. Weil mit dem zweiten Sektor sollte ich einiges nochmal gewonnen haben. Ja, da bin ich auch ordentlich quer gestanden. Also Q3 wird dann doch schwerer als gedacht. Wir fahren jetzt rein, wir müssen ja auch. Q3 wird deutlich schwerer als gedacht. Q2 sollten wir jetzt haben. Aber eine 13,5er sollte ich hinbekommen. Muss ich auch. Da bin ich mal gespannt. Auf Q2. Bestimmt genauso wie ihr. Ich werde aber, glaube ich, bloß eine Runde fahren. Wir haben jetzt noch den einen Reifensatz. Der ist jetzt hinüber. Den einen Reifensatz von Q2, den haben wir dann beim Start drauf, wenn es wirklich richtig gut läuft. Und dann noch zwei frische für das Rennen, die wir auch brauchen bei 3 Stops, weil der dritte ist ja dann die Härte der Reifenmischung. Eieiei, also im Qualifying ist die KI eigentlich schwächer als im Rennen, aber im Rennen könnte ich diesmal stärker sein wie in Mexiko. Oder wo war das ganz besonders? In Austin, genau, in Austin. Da war ich ja wirklich auf Punktehöhe. Nicht auf Paris-Höhe, auf Punktehöhe. Mal kurz nachgeschaut. Also auf Dan Ricciardo gewinnen wir im ersten Sektor. Ist uns aber soweit bekannt, dass der erste Sektor eher unserer ist im Vergleich zur Konkurrenz. Dan Ricciardo auf den härteren. Dann fehlen mir da 1,2 Sekunden auf den Teamkollegen. Weil der fährt ja nochmal eine Sekunde besser mit besseren Reifen. Eine ordentliche Packung, die er uns da drauf gibt. Und wir haben aktuell auf Alonso gar nicht mal so viel Vorsprung. Aber die Runde, die ich da gefahren bin, die ist jetzt auch 1,13er, die war auch nicht gut. Vor allem der Mittelteil. Ja, Verstappen, Grosjean. Grosjean legt wieder so seine Zeit hin. Mit den Weicheren nehme ich an. Aber Verstappen ist ziemlich gut auf den Weicheren. Das Qualifying 1 ist vorbei und die Überraschung des Tages ist perfekt. Fernando Alonso ist draußen. Es wird morgen ein sehr schweres, langes Rennen für ihn. Verstappen könnte im Qualifying besser liegen als letztendlich im Rennen. Das ist meine Vermutung. Also ausgeschieden sind Mary Stevens, Maldonado, Button und Fernando Alonso. Alonso eben nicht mit viel Abstand zum Vordermann auf Nasser und auch nicht mit allzu viel auf uns. Dan Ricciardo auf den härteren und dann eben von den Bekannten, obwohl Kimi auf den weicheren war, aber nicht besonders schnell. Gab es Zwischenfälle? Nö. Dann hoffe ich mal, dass das Qualifying jetzt nicht gleich beendet wird, aber es sieht wohl danach aus. Sonnenschein, die Sonne scheint auch, aber da steht wieder was von Schauer. Falsch, zweiter Satz, 25%, hoi. Eine Runde heißt hier heute 5 Kilogramm. Das ist ja mal ein leichter Wagen. Ist gerade die Grenze eher zur 5, diese 5 Kilogramm. Ich kann dem eigentlich nicht trauen, deswegen nehme ich lieber mal 6 mit. Ansonsten verbrate ich den Reifensatz hier, das will ich nicht.
Und dann fahren wir direkt raus. Alles fertig, wir sind bereit. Ich auch. Die Runde ist sowieso nicht allzu lang, deswegen sollte man hier auch nicht so lange zögern. Ansonsten kommen die ersten gleich wieder rum, von rechts. Na wohl, wenn ich auf Marke rausfahre, 5 Kilogramm. Ich werde erstmal am Ende der Inlab mal beobachten, wie viel wir noch übrig haben. Vielleicht fahre ich doch mal den zweiten Satz raus, mal schauen. Vorne müsste ja sauber sein, wenn ich es gerade richtig vernommen habe, aber ich schaue gerade eher auf die Leitplanken. Und ich berühre sie auch mal. Nach hinten können wir uns eher Abstand erlauben, vorne ist ein sauber. Dann werden wir hoffentlich auf ihn aufholen. Nach hinten ist Platz, deswegen lasse ich lieber etwas Abstand. Nicht zu überlasten. Sie sollen warm werden, nicht abnutzen. Fahr nach dem Rennstart gleichmäßig und Achtung an den Scheitelpunkten. Mit Mischung 3 erhältst du die beste Motorleistung. Lass mich in Ruhe. Okay, geht in Ordnung. Wunderbar. Wieder zu wenig eingelenkt, Mann. Glaubt man gar nicht. Abschnitte nach vorne und nach hinten passen. Der Randstein, der passt mir nicht. Da war ich wieder drauf und habe Vollgas gegeben. Das geht eben nicht. Deswegen gewinnt man ausgangs hier auf jeden Fall keine Zeit. Na, es war abkürzen. Etwas rausgenommen. Aber ich habe auch wieder den Randstein zu sehr mitgenommen in der Linkskurve. Ach Mann. Mit frischen Reifen kann man hier sehr gut rausbeschleunigen. Diesmal kommt man das Heck nicht so stark rum wie vorhin. Also mit der zweiten Hälfte der Strecke war ich sehr zufrieden, mit der ersten gar nicht. Mal gucken, ob das in einer 13.9 endet. Was, ein 1.12.9er? Habe ich doch zu wenig hier rausgenommen? Ach du Scheiße. Weil eine 1.12.9er ist gerade sehr erschreckend. Ich habe hier rausgenommen vorhin. Ich habe da mal kurz das Gaspedal gelupft und das kostet vor allen Dingen auf dieser Geraden doch ganz schön viel und ich habe doch durch das Abkürzen keine halbe Sekunde gewonnen. Ich muss, glaube ich, im Nachhinein nochmal meine Rundenzeit vergleichen, also mit der sitzen wir weiter. Krass. Also zweiter? Muss ich Platz machen? Mit dem zweiten Teil der Strecke war ich verdammt zufrieden, sehr zufrieden sogar. Habe ich ihn umgeschalten? Nee. Mit dem ersten Teil... Ich schätze mal so 2/10 habe ich mit dem Ausgang aus dem Stück aus dem zweiten Sektor verloren. Verloren. Die Linkskurve, als der zweite Sektor begonnen hat. Im ersten Sektor, oh, das ist krass, eine ganze Sekunde. Ist kein schönes Gefühl, muss ich euch sagen, dass ich vielleicht doch zu viel gewonnen habe durch das starke Abkürzen. Klar, ich war mit allen Rädern komplett auf dem Randstein. Das muss ich mir nochmal anschauen. Habe ich mir jetzt vielleicht, ja, vor den Ricardo Q3 erschummelt? Eieiei. Also ich hätte wirklich 5 Kilogramm mitnehmen können. Dann wäre ich halt bei der Inlap verdammt langsam gewesen. Hätte ich machen können. Also ich werde jetzt keinen weiteren Reifensatz nehmen. Das werde ich mir nochmal anschauen. In Q2. Die schnelle Runde. Ich werde mal den ersten Sektor mit dem ersten Sektor aus Q1 vergleichen, mit dem besten ersten Sektor. Aber dann sieht man dann doch mal, wie viel Abkürzen wirklich bringt. Meine 1.12er Zeit mit einer sauberen, richtig guten Runde hätte ich niemals damit gerechnet. Deswegen wird die nicht in Ordnung sein. Da ist unser Teamkollege.
Wir sind nämlich vor den Ricardo. Ja, 13,6, 13,5 Verstappen. Da haben wir jetzt ordentlich was hingelegt. Leider. Also wenn es eine 13,6 gewesen wäre, dann wäre es nicht ganz so schlimm. Hätte ich mir noch gesagt, ja. Vor allen Dingen eben die zweiten 50% des zweiten Sektors, die waren überragend gut für mich. Also so gut bin ich da noch gar nicht gefahren an diesem Rennwochenende. Ich war zwar wieder etwas zu weit auf dem Randstein, ausgangs der angesprochenen Kurve 6. Ich werde schon mal Benzin mitnehmen für Q3, weil das werden wir erreichen. Ist die Frage, wie viel? Hat sich eigentlich in Q1 bewährt? 11 Kilogramm, ja. Dann gehen wir nochmal auf die Zeiten. Also Q1, absolute Bestzeit, daran zweifle ich jetzt nicht. Das ist sowieso unser Sektor, mit dem Abkürzen da bestimmt dann noch mehr. Nee, doch nicht. Absolute Bestzeit, das dann doch nicht. Die Bestzeit, gute zwei Zehntel vor uns. Ja, ich werde mal den zweiten Sektor vergleichen. Den ersten Sektor mit der Runde aus dem ersten Qualifying-Abschnitt. Also Sektor 2 hat schon mal nicht gut begonnen. Auch die nächste, die Kurve 6, die Rechtskurve, war ausgangs nicht gut, aber der Rest, der war tipptopp, fand ich. Sind zwar nicht viele Kurven, aber teilweise sehr knifflige Kurven, wo gerne mal das Heck kommen kann. Mir kam zwar auch das Heck in meiner Fast-Haarnadel-Kurve, wo ich den zweiten Gang linksrum wähle, aber das war viel Vollgas. Das könnte sich, glaube ich, im Spiel ausgezahlt haben, weil es ja keine vollwertige Simulation ist. Jajajajaj. Gibt's noch was, was ich mir jetzt noch anschauen könnte? Ist gerade niemand da? Ich glaube, ich werde mal vorspulen. Halt, ich wollte mir hier die Kringel angucken. Wie sie hier sich kringeln auf der Strecke. Kein schönes Gefühl. Vor allen Dingen, nachdem das Nicht-Abkürzen jetzt eigentlich immer so forciert wurde von mir. Jetzt in Q3 geschummelt. Ich war auf jeden Fall mit allen vier Rädern komplett auf dem Randstein. Es kann wirklich gut 4-5 Zehntel gekostet haben. In dem Sinne gekostet, da kommt der erste rausgeflitzt. Oder kommt eine volle Wolke bei 60 Minuten. Njom. Na schön, so sehen wir auch noch etwas Spannung gegen Ende von Q2. Ändert sich zwar oftmals nicht viel, höchstens eine Teleportation nach vorne von den drei besten Teams, na eigentlich von den zwei besten Teams. Aber ansonsten... Das zweite Qualifying geht zu Ende und es bleiben noch die Top 10. Und die werden nun unter sich ausmachen, wer morgen den Platz an der Sonne, wer die Pole erreicht. Ja, und es bleiben Zweifel an meiner schnellsten Rundenzeit, ob die gültig war. Klar, mit dem Abkürzen nicht, hab rausgenommen, das war zu wenig. 1:12:09, ne. Weitergekommen sind die besten 5 Teams. Wie eigentlich vermutet angenommen, Verstappen hat's nicht geschafft. Er hat seine Zeit aber in etwa bestätigt, sogar glaube ich noch etwas schneller gefahren als in Q1. Ausgeschieden Nasser, Ericsson, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Verstappen und dann Hülkenberg. Also mit einer 1:35-22, also eine 1:13:05 wäre ich hier nicht weitergekommen. Man sieht es ja in Hülkenberg. Verstappen auf der 11. Gab's Vorfälle? Keine ungültige Rundenzeit? Naja. Wir können ja mal sehen, was ich jetzt in 3-4 Runden mit den Reifen in Q3 hinbekomme. Ob ich annähernd unter 13,5 fahren kann? Bestimmt nicht. Kontrolle ist gut und Kontrolle ist besser. Halt, Reifensatz vergessen. Der hat mir bestimmt wieder irgendwas reingehauen, vielleicht sogar schon einen angefahrenen. Außerdem kontrolliere ich noch gerne, ob die Reifen wirklich noch frisch sind. Singapur, das war auch so ein Erlebnis. Ja, sind soweit unsere Reifen. 25,5 und 3x0. Haut hin. Ups. Hat er das wirklich angenommen? Also heute geht's mal drunter und drüber. In Brasilien. Jetzt habe ich die fliegende Runde. Sind die Reifen jetzt gut? Eine Lücke haben wir auf jeden Fall. Erst im freien Training von Qualifying gesprochen, der Herr Römer. Und jetzt das. Lass mich in Ruhe. Hat das Aufwärmen der Autopilot nicht gemacht, hä? Wetterbericht. Etwas zu viel.
Alles andere ist ein guter erster Sektor, da kommt jemand raus. Mein Wunsch wäre jetzt in Q3 eine saubere, schnelle 1.13 tief zu fahren. Das könnte etwas Q2 wieder ausgleichen. Die Runde ist auf jeden Fall schon mal nix. Es dürfte sogar locker ein 1.14er werden, ja. Vielleicht sogar 1.15er. Ich habe meine Aufwärmrunde nicht gefahren. Das habe ich immer ordentlich eingelenkt. Die Reifen sind gerade so schön frisch. Und hinten kommt jemand. Der Boxenausfahrer. Sieht nach einem Mercedes aus, ne? Na egal. Das war wieder perfekt am Limit, wie damals im Force India in Q3. Jetzt habe ich hier Ausgangshöhe zu viel und mich wieder Wagen quer. Ja, das meine ich, mit Rennstein mitnehmen, aber vorhin hat es irgendwie genau gepasst, dass wir wirklich keinen Zeitverlust hatten. Zweite Runde ist auch im Eimer. Bin auf jeden Fall nicht zufrieden mit meinem Qualifying bisher, auch wenn ich in Q3 bin. Eben weil ich in Q3 bin. Zumal ich da beim Abkürzen in Q2 gar nicht Vollgas gefahren bin, weil ich eben komplett auf dem Randstein war. Wir haben gerade gesehen, was zum Beispiel ein Randstein bewirken kann. Im schlimmsten Fall. Im besten Fall kann er wirklich Zeit bringen. Wenn man ihn genau trifft, wie man ihn treffen sollte, wenn man wirklich schnell abkürzen will. Okay, Räikkönen hinter uns. Mit der Rundenzeit, aber es war eine 1.14.0. Perfekt angebremst. Das war auch minimal abgekürzt. Diesmal habe ich noch mehr rausgenommen. Eben aus Erfahrung aus Q2. Erster Sektor schon mal nicht lila. Das ist schon mal schön. Das sind auch bloß 1,5 Zehntel. Das kommt hin. Da habe ich jetzt, glaube ich, genug rausgenommen. Hier wieder zu weit, das kostet Zeit. Jetzt hätte ich gern so zweite 50% wie vorhin in Q2. Das war jetzt wieder sehr schön. Vollgas im zweiten Gang fast. Hier mehr einlenken, das ist mir jetzt soweit klar geworden. Mit Randstein war aber vielleicht der zweitbeste letzte Sektor an diesem Rennwochenende. Der beste glaube ich nicht, der war vorhin besser in Q2. Abgekürzt. Bin ich immer ganz langsam. Nicht, dass ich hier noch eine Überraschung erlebe und da wirklich ungedacht schneller fahre. Gucken, wird es dennoch grün? Kann ja sein. Nee, rot. 1,5 Zehntel. Das kostet wieder. Aktuell 8er, weil Vettel 9er ist. Okay. Hülkenberg vor uns. Das war sogar mal der 6. Gang drin. Denn Ricardo ist drin. Ne. Ich fahre mal kurz rein, dann gebe ich mir noch zwei schnelle Runden. Heute mal keine dritte schnelle Runde. Ja, es war jetzt eine Viertelsekunde Rückstand. Aber schaut mal, eine 1.13.4. Also ist fast Hülkenberg-Niveau. Der wird wohl nicht Vierer mittig oder tief gefahren sein. Also 1.13.4.
4-0 oder 1-13-4-1-5. So in etwa, schätze ich das mal ein. Die KI kann ja so konstant fahren wie sonst niemand. Wer sind dann auf der 10? Perez? Müsste ja, oder? Ein ganz anderer, so wie Vettel, der nicht hinter uns gehört. Zwei schnelle Runden könnten wir fahren. Wir fahren, sagen wir, 1.15, heißt dann, wir fahren 2 Minuten 30. Ja. Müsste ich bei 3 Minuten, reicht schon locker aus, über... Ja, müsste ich schon rausgedrückt haben, das wollte ich sagen. Nicht fliegende Runde, was vorhin schief ging. So. Schaue ich nochmal kurz nach. Reifen. 11% ist schon ordentlich. Zwei schnelle Runden. Wenn ich 5 gehen kann, nehme ich jetzt mal 8 mit. Ich nehme mal 7. Reifen, okay. Ich schaue nochmal kurz auf die Zeit. Wenn ich noch was mit Q2 vergleichen will, dann habe ich jetzt nochmal kurz was. Ihr könnt es euch auch anschauen. Das reicht mir schon. Ich will direkt rausfahren. Wobei, wir haben noch Zeit. Ich wollte es bloß gesehen haben, wenn ich hier noch was vergleichen will mit Q2. Keiner legt eine 16 am ersten Sektor hin, das wäre aber schon sehr besonders. Ja, Räikkönen und Vettel hinter uns, was ist denn da los? Perez wohl nicht, Hülkenberg ist das Ziel. Platz 9, bereinigt, Ferrari bereinigt. Und zweimal Schauer jetzt, ein Regentropfen und Schauer in Schriftform. So, sind wir auf Mager? Ja, das passt dann direkt hier für den Ausgang. Die Reifen haben schon dicke, fette 11% drauf. Das ist schlimm. Strecke haben wir von uns alleine. Ist die Frage, wer kommt raus, wenn wir auf der schnellen Runde sind? Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Ja, ein paar Wolken sind mittlerweile angekommen. Es war schon mal wolkenloser. Kurz auf die Karte geschaut, da hinten kommt jemand an, ist aber weit, weit weg. Der Wagen war in diesem Rennwochenende schon mal leichter. Aber 5 Kilogramm hätte ich mich ja schon trauen können. Maximal zwei schöne Runden, das bekommen wir auch zeitlich locker hin. Können wir sogar jetzt nochmal kurz stehen bleiben. Das wäre aber nicht gut für die letzte, für die Runde jetzt, für die nächste. Auch wenn das Stück nach Start-Ziel, nach Ziel, nicht sehr lang ist, das kostet auch etwas Schwung. Oh, hoffentlich wird das jetzt der zweitbeste, schnellste, erste Sektor in diesem Rennwochenende, weil das war verdammt sauber durchfahren, damit war ich sogar sehr zufrieden. Vor uns ist keiner, hinter uns schon. Dritter Gang war jetzt nicht optimal. War zu wieder abkürzen, aber... Der dritte Gang. So, jetzt hier, sechsten wieder früh. Ja, das geht noch mit den abgefahrenen Reifen. Vollgas kann ich jetzt hier nicht mehr gehen. War jetzt nicht schlimm, dass die Reifen gequietscht haben, das war eher optimal. Fürs Qualifying zumindest optimal. Hier nochmal fast ein Zehntel gefunden, der Ausgang war auch super. Dann Hülkenberg schlagen, vielleicht sogar Perez. Hinten kommt ein schneller an, siebter. Den zweiten Gang will ich nicht. War jetzt nicht abgekürzt, aber es war der zweite Gang. Eine 1.13.2. Das relativiert zumindest jetzt etwas. Das hat er jetzt nicht aufgemacht. Mann. Rosberg, kannst du uns ziehen, weil ich habe schon fast eine Viertelsekunde Rückstand. Du stehst uns aber eher im Weg.
in meiner gleich schwungvollen Kurve, je nachdem. Wenn wir dir folgen, dürften wir eigentlich weiter vorne landen. Aber du kostest mir hier Abtrieb. Hoffentlich fährt Rosberg gerade richtig schnell. Dann kann er uns jetzt nochmal ziehen bergauf. Aber hier auch schlechter. Ne, ist zu deutlich. Das ist jetzt eine gute halbe Sekunde und da ist der Wagen weg. Haben wir gleich zurückgesetzt. Das ist, ja genau, das wollte ich gerade sagen. Weil wir so weit weg waren von der Strecke, finde ich auch Quatsch, da zurückgesetzt zu werden. Kenne ich aber schon. Wenn jetzt wieder Achter, weil Vettel nach vorne ist oder Räikkönen. Naja, Hülkenberg geschlagen. Ich habe da die erste Kurve, Linkskurve im zweiten Sektor abgekürzt. Aber eben wegen des dritten Gangs. Da ist unser Teamkollege. Und der war alles andere als optimal. Auf jeden Fall kein rundes Qualifying bisher. Es ist zwar immerhin, stand jetzt Platz 8. Und Hülkenberg ist hinter uns. Aber naja, muss ich mir einfach nochmal anschauen. Ändern kann ich es jetzt im Nachhinein nicht mehr. Ich kann nicht zur Rennleitung gehen und sagen, hier, schaut euch wirklich mal meine Runde nochmal an in Q2. Das kann doch nicht sein. Platz 8. Wer ist nach vorne? Ich glaube, Vettel ist nach vorne. Räikkönen war in Silverstone weit hinten und Vettel war in Spielberg weit hinten. Wer ist bei dem nächsten S in Sao Paulo weit hinten von den beiden Ferraris? Einer von denen stand jetzt auf Platz 10, wird aber vielleicht noch nach vorne teleportiert. Die Möglichkeit besteht zumindest. Kann ich mir zeitlich sogar nochmal kurz die Zwischenzeiten anschauen? Zeitlich, weil 20 Sekunden jetzt noch. Kommt schon. Klick. Erster Sektor. Ziemlich gut eben. Vettel auf der 10. Okay, Räikkönen hat sich nach vorne katapultiert. Auf Massa fehlt dann eben deutlich was. Ist ja auch vor den Ricciardo. Verdammt knapp. Ja, wir freuen uns, aber ich kann mich nicht so ganz freuen, eben wegen Q2. Da ist auf jeden Fall noch was übrig geblieben. Naja, sei es drum. Mercedes hat heute im Qualifying Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Dieses Wochenende haben sie wirklich hart gearbeitet und es ist ihnen heute gelungen, beide Autos perfekt abzustimmen. Ob ihnen das auch morgen gelingt, bleibt abzuwarten. 7000stel auf den Mexikaner, also Pole für Hamilton. Rosberg ist ja schon Weltmeister. Dann Bottas auf der 3, hat seinen Landsmann Kimi Räikkönen geschlagen. Massa auf der 5, dann eben den Ricciardo, Perez, dann kommen wir auf der 8, Hülkenberg auf der 9 und Vettel nur auf der 10. Was ging denn da schief? Gab's denn irgendwelche Vorfälle? Perez und Hamilton? Die weiße Linie überfahren. Gewissermaßen schwebt über dem Qualifying eine kleine schwarze Regenwolke, die unser Auto verfolgt. So könnte man es umschreiben. Ein kleiner schwarzer Fleck auf der weißen Weste. Gut, so weiß war die hier heute nicht. Ich war generell mit dem Qualifying nicht zufrieden, aber jetzt habe ich mir mal angeschaut. Der erste Sektor in Q1, wo ich gar nicht zufrieden war, in Q2, wo ich eben diese 1.12er hingehauen habe. Und dann eben Q3, wo ich mit der Zeit an sich ganz zufrieden war, also relativ zufrieden. Und ich habe gesehen, im ersten Sektor habe ich gar nicht so viel Zeit gewonnen. 1/2 Zehntel, ganz klar, es war mein bester Sektor. Diese Runde in Q2 in diesem Qualifying, aber nur 1/2 Zehntel. Jetzt könnte ich auch in der ersten Kurve was verloren haben, weswegen dieser erste Sektor nicht so sehr heraussticht, wie ich eigentlich gedacht habe. Naja, ich werde es auf jeden Fall nicht vergessen, das war jetzt gar nicht so schlimm, dennoch habe ich da bestimmt Zeit gewonnen und es darf dann doch nicht sein. Solche Erfahrungen muss man einfach machen und bestimmt werde ich sie, auch wenn sie hier heute nicht so tragend war, wie ich jetzt im Nachhinein nochmal herausgefunden habe, werde ich sie nicht vergessen und dann hoffentlich beim nächsten Mal einfach umsetzen. Und es regnet gerade heftig, vielleicht hört ihr das sogar, auf jeden Fall plätschert es ordentlich auf das Fensterbrett. Das ist aber hoffentlich nicht der Regen, der im Rennen kommen könnte. Ich weiß ja schon, wie das Wetter ist, aber ich verrate euch nichts. Das müsst ihr einfach selber sehen. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.